Es hat geklappt. Hallo, heute möchte ich euch einen wunderbaren Übergangsschuh von Lurchi vorstellen. Ich sage immer, es kommt aus der sogenannten D-Serie, weil alle Modelle dieses Types haben einen Namen, einen Modellnamen, der mit D anfängt. Also Dimi, Donald, Daisy, wie auch immer. Markantes Beispiel für diesen schönen Jungsschuh ist zum Beispiel immer diese wunderbare, ich sage mal Konfettisohle, die sich Lurchi hier einfallen lassen hat. Und wie man auch schon sieht, die hat ein wunderbares Profil. Das heißt also gerade hier, ich habe schönen Grip, ich habe schönen Halt und vor allen Dingen, sie ist sehr, sehr rutschfest. Das andere ist, man sieht es schon, es ist ein wunderbarer kompakter Schuh, also eher auch mehr was für die Übergangszeit, weil er hat nämlich ein leichtes textiles Innenfutter. Für warme Jungsfüße reicht das manchmal schon als leichter Winterschuh mit aus, weil hier komme ich ganz bequem in den einstelligen Minusgradbereich hinein, ohne dass mein Kind jetzt kalte Füße bekommt. Er überzeugt auch wieder hier mit einer schönen Optik, gerade für die kleineren Jungs, wer steht da nicht auf Feuerwehr? Und für die größeren gibt es natürlich auch ein etwas ruhigeres Design, warum auch nicht. Zu haben sind die Schuhe meistens bis zur Größe 35 und gehen bei Größe 25 gehen sie los. Wobei ich immer sagen muss, bei dieser Kompaktheit der Sohle eher größere Jungs anziehen als die zu kleinen. Auch hier, der Lurchi überzeugt auch wieder hier mit einer herausnehmbaren Innensohle. Das heißt, hier haben wir auch dieses sogenannte Ampelsystem. Dann, wenn der Fuß also in den roten Bereich kommt, ist da nichts mehr da an Platz. Man sieht es allerdings auch schon. Das heißt also, komme ich hier, wenn ich einen Schuh neu kaufe, muss ich immer ein bisschen noch im schwarzen Bereich mit drin sein. Und dann ist sozusagen der gelbe Bereich der Zuwachsbereich für den Fuß, für die Zehe generell. So, auch hier leicht angefüttert. Wie gesagt, es ist ja ein Schuh für die Übergangszeit oder eben halt für die kühleren oder kalten Tage. Dieser Schuh ist wasserdicht, also auf jeden Fall mit einer Textmembran auch ausgestattet. Und hier passt wunderbar ein breiter bis leicht mittlerer Fuß hinein. Aber auf jeden Fall brauche ich für dieses Modell immer ein bisschen Spann. Und ansonsten heißt, los geht's.